Vielleicht soll ich ja da durchfahren, wo der Panzer war. Ah, komisch finde ich es trotzdem. Schön, dass ich wenigstens durch eine Hecke darf. Ah ja, das da vorne sieht so aus, als ob da gleich wieder Gegner sind. Mann, 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 dem fehlt aber auch eine ganze Menge. So. Oh, ich hänge am Panzer fest. Böser Panzer. So, Ruhe im Puff. Oh. Was wird denn hier geschossen? Ach, da oben ist noch ein Panzer. Von mir. Oh, ich war doch noch nicht in Position, Leute. Aber jetzt. Da fliegt er. Ich schieße einfach hier mit so lange, bis die anderen da sind. Und dann sprenge ich einfach den ganzen Laden in die Luft. Voll Idioten, ey. Ey, solche Vollidioten, ne? Komm, bumm, kaputt. Eigentlich doch sehr lustig. Sehr, sehr, sehr lustig. Stoße zur 506. Okay. Ich bin ein bisschen müde heute. Im September betraten mehr als 34.000 Soldaten der alliierten niederländischen Boden. Natürlich. Um in der Operation Market Garden den Krieg über den Rhein nach Deutschland zu tragen. Am 27. September konnten die kombinierten Angriffe des 506. und 502., darunter die Aufklärungseinheiten des 101., die deutschen Truppen aus Kövering zurückdrängen. Dort erfuhren die Männer des 101. auch, dass die britischen Streitkräfte in Arnheim ihre Stellungen gegen die übermächtigen deutschen Panzer nicht mehr halten konnten. Sie gaben alles, doch die erhoffte Verstärkung traf nie ein. Die übermächtigen deutschen Geschlagen Panzer. Geschlagen und langsam ausblutend sollte das 30. Korps sein Ziel nie erreichen. Schließlich mussten die Alliierten das Ziel aufgeben, Arnheim einzunehmen. Sie hatten mehr als 17.000 Mann verloren. In nur 8 Tagen. Doch das war noch nicht das Ende. Ah. Schwierigkeit authentisch freigeschaltet. Dieser wird der Großteil des Interfaces ausgeblendet und du musst sorgfältig mit Sperrfeuer und durchdachter Taktik arbeiten. Für jedes geschaffte Level erhältst du eine Medal of Honor. Wie? War's das? Ende? Aus die Maus? Abschied nehmen. Ho! Scheint so. Und nichts Neues über Herzog? Nein. Ist schon 4 Tage her, aber Holden hat wohl gehört, dass es Corian soweit gut geht. Gute Nachrichten. Komisches Gefühl, wenn man verliert. Ein bisschen. Wenn das 30. Korps rechtzeitig gekommen wäre. Dann würden wir immer noch einen wahnwitzigen Plan eines wahnwitzigen Generals umsetzen. Montgomery kriegt den Hals nicht voll. Was ist mit dir? Sie wissen es. Was denn? Was Leggett getan hat, was ich getan habe. Matt! Ich hab dir gesagt, lass es sein. Ich weiß. Es ist nur, wenn... Sieh mal nach Red. Wenn es das jetzt gewesen ist, hat es ein ganz schön schwaches Ende. Das muss ich ja mal sagen. Also, die Panzermission eben war ja für den Arsch. Der Arzt, dieser Gideon, will mit dir reden. Und alles klar mit dir? Matt. Die ganze beschissene Zeit. Hast du genau gewusst, was denen passiert? Sam. Weißt du, lass einfach diese Scheiße sein. Wiederhol nicht immer meinen Namen und benimm dich nicht so. Nicht jetzt. Matt, wir werden nie wieder zusammen kämpfen. Nein! Oh mein Gott, wer ist der Typ? Jetzt mal ehrlich. Oh. Das Spiel hätte so gut sein können. Aber es ist so, mal wieder, 0815 Scheiße.
Ich habe auf Sie gewartet, Sergeant. Das ist aber nett. Wir müssen uns unter vier Augen unterhalten. Okay. Wie geht's, Red? Deswegen unterhalten wir uns unter vier Augen. Ah. Er weiß noch nichts. In den letzten Tagen ist er immer mal wieder aufgewacht. Moment, was weiß er noch nicht, Doc? Tja, die Nerven in seinem unteren Brustbereich haben ein schweres Trauma erlebt. Nein. Sie gehören zum Rückenmark. Fuck. Doc, was meinen Sie damit? Er ist gelähmt. Warum weint der Doc? Er weiß es aber nicht. Der muss das viel lockerer nicht, sagen er können. Er von jemandem erfährt, den er vertraut. Er ist immerhin Arzt, er sieht sowas tagtäglich. Wenn er bei Bewusstsein ist, fragt er meist nach Ihnen. Bist du oft K.O. gegangen, während ich weg war? Nein. Wer hat meinen Platz eingenommen? Erstmal Paddock. Wow, Paddock. Der Todesengel. Red? Wir müssen uns unterhalten. Geht's den anderen gut? Das mit Fryer weiß ich. Aber was ist mit den anderen? Denen geht's gut. Aber es geht um dich, Joe. Oh nein. Was? Gott, du kommst nach Hause. Du fährst zu Irma und Carol nach Hause. Du wirst einen ganz hervorragenden Vater abgeben. Das Gebäude, als... Hat der gekifft oder warum hat er so rote Augen? Zusammenbrach. Matt, du wirst nie wieder laufen können. Leid. Nein! Es tut mir so leid. Oh nein. Sieh mich an. Nichts. Und niemand wird mich davon abhalten, dich zu finden, wenn das hier alles vorbei ist. Du bist mein bester Freund, Red. Ja. War nur einer von uns das alles wert? Ja. Oh Gott. Dieser dreckige Patriotismus. Oh, wie ich den hasse, ne? Was gelernt. Ich hasse diesen amerikanischen Patriotismus. Den kann ich überhaupt nicht ab. Wie geht's ihm? Senno, ich kann nicht. Warum geht er nicht eine Runde kotzen? Er hat doch auch den Angriff von Wolverine überlebt. Das sieht man doch in seinem Gesicht. Los, er schießt sich selber. Das kommt mir aber bekannt vor. Sieht so aus, als hätten wir viel mehr gemeinsam, als du gedacht hast. Der kugelsichere Matt Baker heult, weil er einen Freund verloren hat. Das ist nicht dasselbe. Tja, das ist ja der Haken an der Sache, oder? Es ist dasselbe. Da stehst du und brichst fast unter deiner eigenen Schuld zusammen. Du wiederholst dich. Wie die Geschichte. Ich lebe noch. Ganz im Gegensatz zu dir. Ach, wirklich? Über mich gibt es nicht viel zu sagen, Matthew. Ich war schwach und zerbrechlich und wurde von deinem Geheimnis erdrückt. Ich habe dich beschützt. Ist das derselbe Schutz, den du Frankie angeboten hast? Er hat dir vertraut, Matthew. So wie die anderen auch. Aber die sind auch nicht hier. Wie viel ist dein Schutz denn wert? Hör auf. Bitte. Es ist noch lange nicht vorbei. Es liegt noch ein weiter Weg vor dir. Sag mal, Matthew, du bist durch die Hölle gegangen. Was hältst du von Schnee? Mit Schnee komme ich klar. Aha. Wo willst du mit der verdammten Kanone hin? Komisch, dass du von da oben noch keine Antwort erhalten hast. Du solltest es langsamer angehen lassen. Geht nicht, hab was vor. Ich hab einen Plan. Wir überfallen die Kranken und Schwachen. Oh Mann. Seit 10 Tagen geben hier alle wirklich ihr Letztes. Einige haben noch mehr gegeben. Wir haben Frankie verloren. Fryer und Marsh. Und Red. Bei diesem Einsturz wurde sein Rückgrat verletzt. Er ist gelähmt.
Er wird nie wieder laufen können. Nein. Aber er kann sprechen. Das ist viel wert. Weißt du, was er gesagt hat? Ich mache jetzt Let's Plays. Er wollte wissen, ob einer von uns das wert war. Wir alle haben Fehler gemacht und in Frage gestellt, was wir hier tun. Die Last des Krieges liegt schwer auf unseren Schultern, besonders wenn wir verlieren. Aber ich gehe keinen Schritt zurück. Ich bleibe an eurer Seite. Ich stehe hier und sage euch, ich führe euch direkt nach Berlin, wenn es sein muss. Und das wird wahrscheinlich passieren. Und ich weiß, dass einige von euch mir gerade nicht vertrauen. Einige von euch halten sich an einem Aberglauben fest. Das hört jetzt sofort auf. Ich weiß, dass wir alle einen Sündenbock brauchen. Aber es ist nur eine gottverdammte Knarre. Yeah, weg damit. Vielleicht sollte ich mal die Vorgängerteile spielen, damit ich weiß, was mit dieser Knarre ist. Brüder, Väter, Heilige und Sünder. Tragen wir den Kampf wieder zu den Deutschen. Yeah. Meine Fresse. Was für eine wunderschöne Rede. Kann nicht. Wodurch zeichnet sich ein guter Soldat aus? Durch sein Hirn? Nee. Ein Soldat braucht kein Hirn. Oder sein Herz. Der muss nur funktionieren. Fortsetzung folgt. Ah! So. Damit haben wir Brothers in Arms Hell's Highway abgeschlossen. Ich glaube, ich habe es mehrfach durchblicken lassen. Das Spiel hat mich nicht so wirklich geflasht. Es war relativ simpel. Obwohl man ja eigentlich so taktieren soll. Ich habe es jetzt auf normal gespielt, wie ich eigentlich jedes Spiel spiele. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich fand's okay, keine Frage. Was Nettes für zwischendurch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts es geworden sind. Vielleicht 30. Sehe ich jetzt erst, wenn ich das alles zusammenschneide. Ja. Keine Ahnung. Und die Story fand ich so verwirrend und durcheinander und konfus, dass ich sagen muss, hat mich auch kein Stück, zu keinem Zeitpunkt hat mich die Story so richtig rangezogen und so, dass ich sagen würde, yeah, ich kämpfe mit meinem Team und dieses Team ist mir wirklich wichtig. Dieses Team war mir scheißegal. Und mir ist jetzt auch egal, dass der Typ nicht mehr laufen kann und so weiter. Es wurde für mich zu keinem Zeitpunkt Spannung aufgebaut und das ist echt traurig. Weil so ein Spiel, wo es halt, hier ist ja die Story wirklich in den Vordergrund gestellt, da müsste es ja eigentlich darum gehen, dass man eine enge Verbindung zu den Leuten aufbaut und. Aber nee, das war nicht gegeben. Trotzdem, also, ja, Spaß gemacht hat es trotzdem und ja, egal. Ich wünsche euch was, wir sehen uns in einem weiteren Video. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich, liked meine Videos oder auch nicht, haha. Daumen hoch ist auch immer schön und schreibt mir ordentlich Kommentare. Ich wünsche euch was, euer Alex Vendetta. Ciao, ciao und bis denne.